Ja, erwischt ihm nur im Gesicht rum. Schlägt er den linken Aufwärtshaken gegen den geduckt angreifenden Fräser, der jetzt mehr genommen hat. Wieder. Oh, die erste gute Serie von Muhammad Ali in dieser dritten Runde. Good punches by Fraser now as he's got Ali on the rope. Ja, das alte Spiel. Robedop, am Seil. Vielleicht richtig übersetzt, verweilen an den Seilen. Die alte Taktik von Kinshasa gegen George Foreman. Aber Frischer weiß das Ganze. Er schlägt sich nicht müde, wie das damals George Foreman machte. Aber es ist natürlich schwer, da durchzukommen. Ja, wie will er diese Nuss knacken? Und dann redet er wieder und sagt, komm, was machst du da? Was soll das denn, Kleiner? Komm, 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 mach weiter. Ja, er versucht mit allen Mitteln, den Joe Frecia zu irritieren. Aber der findet kein Rezept. Ja, Körpertreffer kommen ab und zu durch. Ja, jetzt kommt er mal. Kurze Hakenserien. Ja, jetzt wird es doch zum Abtausch kommen. Ja, und Ali geht raus. Er trifft besser, er trifft öfter. Und da sind zwei, drei Volltreffer dabei. So dreht sich das Bild in dieser dritten Runde. Ja, wieder irritierend. Die linke war drin von Frisia. Wieder ein bisschen spielen, mit dem Bein wackeln, so tun als ob. Aber da steckt schon Spannung drin. Und wieder winkt Joe Frecia ab. Das ist kein Fight. Der Bursche will nicht kämpfen. Und hier Angelo Dundee bei Ali. Mach weiter so. Das ist genau richtig. Das Rezept geht auf. Ah, da war die linke, die vorbeiging. Und dann die rechte, der Konter. Der war drin und noch einmal die rechte. Ja, es ist ein Kampf, der die Leute auch hier am Ring zu Diskussionen treibt. Ja, da hat er wieder so getan, als ob er angeschlagen wäre. Ja, die Kreuzdeckung hilft nicht viel bei Frecia. Und dann diese Szene am Seil. Es geht in die vierte Runde. Ich will kämpfen. Das alles sagt die Körpersprache von Joe Frecia. Ich will fighten. Komm. Und wieder zieht er mit dem linken Handschuh den Kopf von Frecia heran. Und wieder hat Carlos Padilla nichts gesagt. Ja, beste Waffe im Augenblick, der linke Aufwärtshaken von Ali. Und dann wieder das alte Spiel, Doppeldeckung am Seil. Und wieder kommen dann die 1-2-Schläge. Und der linke Haken vorbei. Ja.
Ja, Padilla lässt den Infight laufen. Er wird immer souveräner. Dieser Muhammad Ali. Ja? Oh, der Schlag war tief. Ermahnung an Frisia. Naja, war ein leichter Schlag. Und Ali passt auf. Der rechte Handschuh ist meist oben. Damit will er den linken Haken abfangen. Und wieder hart an der Gürtellinie. Die Schläge von Frisia. Aber Ali liegt vorn. Er trifft öfter. Frage, wer hat die bessere Kondition? Das kann vielleicht entscheidend sein. Nach Punkten führt der Weltmeister. Gar keine Frage. Aber dieser Joe Frisia hat ja einen Pfund im linken Haken. Und wenn er damit mal durchkommt, dann kann das schon eine Wendung bedeuten. Er will. Das sieht nicht immer schön aus, was Ali da macht, aber es ist ungeheuer zweckmäßig. Und dann kommt er, dann explodiert er immer wieder mal. Und er macht das Tempo dann langsamer, nimmt den Speed aus dem Fight, wenn es nur irgendwie geht. Also taktisch ist er ganz großartig eingestellt, dieser Ali. Ja, erste Parole bei ihm, mach die Konzeption des Gegners kaputt und dann setze deine Konzeption langsam aber sicher durch. Er weiß nichts anzufangen, er kommt nicht durch. Und wieder zieht er den Kopf ran, Rangelei. Ja, beide wissen natürlich alles, was man in einer solchen Situation machen kann. Und da winkt er wieder, da macht er wieder Späßchen, da spielt er mit ihm. Da war die Linke, da war sie mal, von Frisia. Er drückt, er schiebt weg. Und dann kommt er durch mit 1-2. Aber gute Szene, gute Runde auch vom Herausforderer. Der bleibt jetzt ein bisschen am Mann und trifft öfter. Die Zuschauer gehen schon mit, wenn die Linke mal durchkommt von Frisia. Da ist ja immer noch eine Möglichkeit da für den Herausforderer. Ja, das war eine gute Runde für Joe Frisia. And, I'd have to say, this is an awful lot like the first fight.
31 Jahre alt. Und damals, 71, da war er 4 Jahre jünger, da war er auch, ich will mal so sagen, 4 Jahre explosiver als diesmal hier in Manila, damals in New York. Ali ist besser als vor 4 Jahren beim ersten Fight. Und er boxt in etwa so wie beim zweiten Kampf 1974, dass er auch die Übersicht behielt und klar nach Punkten gewann. War es gelassen? Hier wird etwas mehr gearbeitet in der Ecke. Von Joe Frazier. Ali hat immer Übersicht und streut immer wieder seine Mätzchen dazwischen. 6. Runde. Und er hält. Ja, da schlägt Padilla den linken Handschuh weg aus dem Nacken von Frazier. Nochmal, da war die linke. Da war die linke von Frazier. Das war der beste Treffer bisher. Ja, Frazier kommt. Und die Zuschauer, die gehen mit. Nochmal die linke. Ja, Frazier hat aufgeholt. In dem Fight ist wieder alles drin. Ja, das ist jetzt im Moment der Augenblick für Frazier. Da war er wieder. Links drin. Aber auch die rechte von Ali. Der Kampf wird härter, wird verbissener. Oh, die Frage ist, wie lange kann Frazier dieses hohe Tempo durchhalten? Indem er immer wieder nach vorn rollt, er macht die Arbeit, er macht den Fight, also er beginnt die Aktionen und gibt damit auch natürlich dem Weltmeister die Kontermöglichkeiten. Nochmal die linke, die kam nicht voll durch. Ja, genau auf die Gürtellinie der linke Haken von Frazier. Auch das ist seine Runde. Und er muss immer nehmen, bevor er in der richtigen Schlagposition ist, der Joe Frazier. Immer wieder die linke Hand von Ali im Nacken von Frazier. Na, der Weltmeister sieht etwas müder aus als vorher. Und die Runde ging an Joe Frazier, gar keine Frage. Ja, die Frage natürlich. Kann er das denn so weiterhalten? Das kostet Kräfte, unentwegt nach vorn zu marschieren und viel, viel auf die Deckung zu schlagen. Die ominöse 7. Runde. Ansatz von schnellen Beinen bei Ali. Ja, er soll Distanz boxen. Das war so die Anweisung von Angelo Dundee. Und dazu braucht er die Beine. Ja, und auf Distanz, da kommt ihm natürlich sein Reichweitenvorteil
zugute. Er trifft. Er trifft. Ja, Fraser steckt ein. Und jetzt das alte Spiel am Seil. Also, das sind die Variationen. Mal tanzen, dann wieder am Seil stehen bleiben. Und das ist schwer für Fraser, der immer wieder seine Position verändern muss, der die richtige Position sucht für seinen linken Haken. Jetzt hat er so ungefähr zum 30. Mal den linken Handschuh weggeschlagen von Ali aus dem Nacken von Fraser, der Ringrichter Carlos Padilla. Ja, die letzten zwei Runden, die sahen anders aus, die sahen besser aus für Fraser. Ja, er hält und hält. Und dann wieder mal die Beine. Und dann trifft er. Und da kam der linke Haken einmal. Aber das war ein Wischer von Fraser. Ja, Ali ist rechts oben natürlich offen. Aber diese Runde an Ali wahrscheinlich. Oder aber offen. Also da wird ständig die Taktik gewechselt. Ja, und bei Fraser ist alles eine Konditionsfrage. Schwellungen hat er oben am Kopf, speziell unter dem linken Auge. Also die Halbzeit ist vorüber. Schwerarbeit für beide. Ja, das ist die richtige Entfernung für Ali. Das waren 4 Ali-Treffer und dann einmal der linke Haken von Fraser. Und dann wieder. Ali trifft öfter. Trifft öfter. Ja, das ist genau die Entfernung, die er braucht, der Weltmeister. Da kommt Ali. Da steckt Fraser ein und die Zuschauer springen hoch. Das sieht bedenklich aus im Augenblick für Fraser. Ali's got Joe covering up for the first time. Ja, und dann nimmt Ali wieder das Tempo raus. Ja, der Kampf läuft so, wie er das gern möchte. Taktisch klarer Sieger, Ali. Ja, noch einmal. Ja, am Seil kommt er jetzt ein bisschen besser durch. Oh, linker Aufwärtshaken. Nochmal linker zum Körper. Mach ihn müde. Das war's, was Yank Durham seinem Schützling sagte.
Und Eddie Fatsch, der Altmeister, der Trainer, der drüben steht in der Ecke. Bei Joe Frisia. Ja, das ist wieder die richtige Entfernung, die Ali braucht. Also entweder weiter weg, Joe Frisia, oder ganz nah ran an den Mann. Frisia muss zu viel arbeiten, um in eine richtige Schlagposition zu kommen. Zwischenbilanz, Ali, Vorteile. Ja, nicht allzu große, aber er liegt vorn. Und er sieht ein bisschen müde aus. Das waren schon 8 schwere Runden bisher. 33 Jahre ist er alt. 2 Jahre älter als Frisia. Aber der Wechsel in seinem Stil, das ist schon gut gemacht. Mal schnelle Beine, dann wieder Rope-a-Dope, Verweil am Seil. Aber er weiß offensichtlich auch nicht, wie es steht, wo es liegt. Da fragt er eben, wie ist es? Und die Antwort war, du liegst vorn. 9. Runde. Angesetzter Fight auf 15 Runden. Die Weltmeisterschaftsdistanz. Ja, das muss genau eingeteilt werden. Kann er wieder tanzen? Kann er die Beine einsetzen? Oder geht dabei zu viel Kraft, zu viel Kondition verloren? Und wieder hält Ali. Ja, er will den Infight nicht zulassen. Er klammert. Ja, und da steht Frisia zu lange in dieser Long Distance. Und da kommt Ali immer wieder mal durch mit 1-2 Schlägen. Ja, ja. Ja. Ermahnung an Frisia. Du warst wieder tief mit dem linken Haken. Und wieder der linke Handschuh. Wieder im Nacken von Frisia. Schön heranziehen, zumachen, dicht machen, Jalousien runter. Oder ist im Moment hinter den Schlägen von Ali kein Dampf, kein Druck? Und dann immer ein Handschuh draußen. Mal der linke, mal der rechte, nur um zu stören. Und wieder das kleine Klammeräffchen da, die linke im Nacken von Frisia. Das macht er gern. Aber offensichtlich will er jetzt nur das Tempo langsamer machen. Ja, 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 ja. Da ermahnt Padilla. Sie sollen fighten. Und da kommt jetzt mal Frisia. Ja, wieder. Der linke Handschuh oben. Da schlägt den Padilla weg. Er sollte den Champ mal ernsthafter ermahnen. Ja, wieder. Das ist seine Hauptbeschäftigung. Den linken Handschuh auf den Nacken von Frisia herauszuschlagen. Also eine von beiden ruhig geführte Runde. Ah, sie müssen die Kräfte einteilen. Er kann natürlich nicht alles das umsetzen, was da so die ideale Lösung wäre. Das gilt für Ali,
aber er ist nicht gezeichnet. Er variiert und er will den Kampf so gestalten, wie es ihm zu Passe kommt. Hier ist das einfacher. Er kann nur nach vorn marschieren. Er kann nur versuchen, zu schlagen, ihn zu stellen. Und genau diese richtige Position, die muss er vermeiden. Also es kommt darauf an, nicht nur auf die schnellen Beine, nicht nur auf die starken Muskeln. Es kommt auch auf das Köpfchen an, das da mitarbeiten muss. Da vielleicht immer noch ein ganz leichter Punktvorsprung für Muhammad Ali. Du musst versuchen, ihn zu treffen. Du musst ihm die Luft nehmen. Schlag zum Körper. Das war die Order für Joe Frazier. Der kommt, der angreift. Und er weiß, dass alles immer schwerer wird, je länger der Kampf dauert. Also, er braucht einen Wirkungstreffer. Ja, beide, ungenau. Ja, schlagen und mit der linken den Frazier Kopf ranziehen. Ja, da waren wieder zwei klare Treffer für Ali drin. Das ist die richtige Entfernung, die er braucht. Was gehört für ein Kampfwille dazu, immer wieder auf die gleiche Art und Weise anzugreifen, die Stoppschläge zu nehmen? Dieser Frazier zieht seinen Stil durch, auch wenn es manchmal ein bisschen eintönig, ein bisschen einseitig aussieht. Ja, da hat er schon mal eine Treffermöglichkeit, der Joe Frazier. Aber der richtige Bums fehlt im Augenblick. Da war die rechte auch drin. Nochmal, der linke Haken, das war er. Ja, bevor er in den Infight kommt, der Joe Frazier, muss er immer zwei, drei Schläge nehmen. Da wieder eine Runde, in der beide Vorteile hatten anfangs.